Stavermann, 8 Filialen im Osnabrücker Land und Münster. Unsere Profis rund ums Grün beraten Sie vor Ort, auch in Ihrem Garten. Kommen Sie jetzt vorbei und vereinbaren einen Termin. Ja, erstmal erwarte ich einen hochmotivierten Gegner. Eine Mannschaft, die ja auch neu zusammengestellt ist, die einen neuen Trainer auch hat, die jetzt in Mannheim ihren ersten Punktgewinn in dieser noch jungen Saison erreicht hat, jetzt unter der Woche auch im Landespokal weitergekommen ist. Und ja, ich glaube schon, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die auch mit aller Macht versuchen wird, ihr Heimspiel zu gewinnen, uns dementsprechend auch ja, unter Druck setzen wird. Ich glaube, dass wir schon vieles gut machen. Ja, dann kommen wir mal wieder auf den Punkt zurück, dass wir halt die Tore machen müssen, was zum Fußball halt dazugehört, um erfolgreich zu sein. Das ist momentan halt noch nicht so der Punkt bei uns. Wir erspielen uns vieles, viele Möglichkeiten, viele Hochkaräter, die wir dann im Endeffekt halt auch einfach machen müssen. Situation sieht jetzt zum Spiel hin, was das Personal betrifft, auch schon etwas besser aus. Traoré wird natürlich erstmal zur Verfügung stehen nach seiner Rotsperre. Das ist erstmal ein wichtiger Faktor für uns. Dann hat Timo Bermann heute auch ganz normal trainiert. Und stand jetzt gehe ich auch davon aus, dass es dann für morgen gut aussieht und auch fürs Spiel am Sonntag, dass er eine Alternative dort schon sein wird. Bei Junior Bappo ist es so, dass er auch das Training heute mitgemacht hat und ja auch schon die letzten Tage dann immer wieder Teile des Trainings absolvieren konnte. Nur bei ihm ist die Verletzungsdauer ja auch eine etwas längere und dementsprechend wird er ja natürlich auch noch ein paar Trainingseinheiten brauchen, um dann auch wieder bei 100% zu sein. Ich habe heute auch viel mit den Jungs gesprochen auf dem Trainingsplatz oder auch im Büro. Einfach, das habe ich auch nach dem Spiel gesagt, dass man da auch optimistisch einfach Richtung Sonntag schaut. Und Sven hat es ja gerade auch gesagt, wir haben ja auch viel dann gut gemacht, auch schon gegen Wien viel gut gemacht und uns eine Vielzahl an Tormöglichkeiten auch erspielt. Das musst du dann erstmal schaffen, aber für die Masse an Torchancen haben wir natürlich dann auch zu ineffektiv gespielt. Wir sind da selbstkritisch auch in der Analyse und gehen da auch offen und ehrlich mit um und ja, sicherlich kann man das auf der einen Seite trainieren, was ein bisschen schwieriger ist jetzt so, wenn du halt alle 3 Tage spielst und dann auch einfach viel mit den Jungs sprechen und ihnen, und davon bin ich auch wirklich überzeugt, ein gutes Gefühl geben. Ja, wir müssen auf beides vorbereitet sein. Ne? Natürlich ist es jetzt für uns ein Auswärtsspiel, für sie ein Heimspiel. Ich habe ja gesagt, dass sie wahrscheinlich auch das Spiel mit aller Macht gewinnen wollen. Andererseits glaube ich schon, dass sich Gegner auch an dem orientieren, wie jetzt hier Wien und Duisburg auch gespielt haben. Eher tief stehend, uns den Ball überlassend. Wir haben in beiden Spielen 65-70% Ballbesitz, glaube ich, gehabt. Das ist dann halt auch das Schwerste im Fußball, sich gegen tiefstehende Gegner, die gut organisiert sind, Torchancen zu erspielen. Das haben wir nochmal gut gemacht. Bis auf die erste Halbzeit gegen Duisburg, wo wir aus meiner Sicht nicht ganz so optimal gespielt haben. Aber deswegen ist die Frage natürlich auch für mich als gegnerischer Trainer schwierig zu beantworten. Ich bin aber auf beides vorbereitet.